Hallo ihr Lieben, ich bin wieder bei Farm Together und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile zwei Farmen. Einmal, ja gut, das war jetzt eigentlich die Dark Angel Farm, die habe ich mal umbenannt in Gameplayerens Farm. Und einmal habe ich jetzt neu angelegt, die Schmetterlingsfarm. Und zwar ist das eine, die im Hardcore-Modus erstellt worden ist. Das heißt, wenn ihr, ich gehe nochmal komplett zurück, wenn ihr in diesen normalen Bildschirm seid, nach dem Startbildschirm, könnt ihr auf meine Farben klicken und dann könnt ihr auf Erstellen klicken. Und dann seht ihr hier verschiedene Sachen, die man sich aussuchen kann. Da habe ich mir ja gedacht, okay, das Standardgebiet ist eigentlich so das Beste, weil hier ist halt sehr viel mit Wasser. Habe ich mir schon gedacht, dass man halt, ja, wahrscheinlich nur über die Brücken drüber kann und das hält einen natürlich auch ganz schön auf. Das ist auch so, habe ich jetzt gehört oder mir sagen lassen. Dann gibt es noch dieses Steilgebiet, das fand ich auch nicht so besonders toll, weil das hat eben, wie man hier sehen kann, sehr viele von diesen Klippen. Und gerade diese Klippen, die mag ich so gar nicht. Wenn die zwischendurch mal drin sind, kann man das gut machen und oben Felder machen. Aber wenn, wie hier in dem Bild, die jetzt auch noch so blöd angerichtet sind, dann nee. Das brauche ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das war damals noch nicht freigeschaltet, wo ich gerade frisch reingegangen bin. Das ist zwar der Hardcore-Modus, es gibt weniger Geld und es gibt auch weniger Erfahrung. Ich will es aber trotzdem probieren. Also ich habe mir sagen lassen, dass nicht so viel Unterschied ist zwischen dem normalen Spiel, also dem ganz linken hier, diesem Standardgebiet, und dem Hardcore-Modus. Klar, man hat weniger Geld, man muss halt damit aufpassen. Mittlerweile habe ich mehr Erfahrung, was ich brauche, gerade zu Beginn und worauf ich wirklich aus bin, also sprich große Felder. Und da komme ich dann auch gleich nochmal zu und die Baumgebiete. Und deswegen habe ich mir jetzt hier ein komplett flaches Gebiet, also ein Hardcore-Gebiet sozusagen erstellt mit der Schmetterlingsfarm. Da habe ich vor, es so zu machen, also wir sehen ja hier im Hintergrund, dass so kleine, süße Farmen, ja Farmen, also so Gebiete drin sind, wo mal hier, mal dies, mal das angebaut ist. Das können wir natürlich nicht machen, weil wir wollen ja produktiv sein. Es sieht sehr, sehr schön aus, wie es hier in dem Bild ist, aber es ist natürlich nichts, was man jetzt wirklich machen kann. Wenn ich jetzt bei Gameplayerin reingehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich, ich habe zwar auch versucht, es so zu machen, aber ich habe den Fehler gemacht, oh, es ist im Regnen, das ist sehr schön, dass ich es nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich habe mir hier ein schönes Startgebiet mittlerweile gemacht, das ein bisschen eingegrenzt, was auch gut ist, immer das Gästebuch im Startgebiet zu haben, weil dann sehen die Leute immer direkt, ah, hier ist das Startgebiet. Hier habe ich noch einiges mehr hinzugebaut. Hallo Paul übrigens, du bist gerade im Video. Hi. Hier habe ich einiges mehr noch gebaut. Und zwar zum Beispiel diesen Pilz. Oh, der Paul hat sich jetzt Flügel gemacht. Das sieht aber süß aus. Ich schreibe ihm das jetzt gerade mal. Ich muss was erklären, damit er Bescheid weiß. Oh. Ja, was ich jetzt auch habe, ist hier ein Traubensaftstand. Den habe ich auch noch neu gebaut. Also ihr seht, dass hier generell so diese ganze Ecke ein bisschen größer aufgebaut ist. Hier hinten habe ich ein kleines Gebiet für Bienen. Ich denke, ich werde es später sehr viel größer machen. Wie ihr hier sehen könnt, die Bäume kann man hier noch nicht so schön abernten. Das war aber nur deswegen, weil man hier nicht gut bauen konnte. Hier zum Beispiel konnte ich nicht bauen. Okay, hier kann ich bauen, aber da habe ich dann versucht, diese 3x3 Felder einzuhalten, damit man eben besser abernten kann. Wobei ich gerade sehe, ich könnte hier sogar noch zwei Bäume hinbauen. Das kann ich mal eben schnell machen. Da auch immer noch der Tipp, nimmt gerade zu Beginn Apfelbäume. Weil, vielleicht hat mir ja auch einer den Baum abgeerntet, ich weiß es nicht. Weil die Apfelbäume sind halt, wenn man so da drauf geht, sieht man es nicht, sondern man sieht es nur, wenn man unter Q guckt, sind für jede Jahreszeit. Ihr seht es hier unten, die Jahreszeiten, wann man die ernten kann. Die geben zwar nicht viel Ertrag, aber es kommt halt immer ein Apfel raus. Und das ist ja genau das, was ihr haben wollt, diese Äpfel. Weil, ich weiß noch nicht genau, mit welchem
Man kann es mit irgendeinem Knopf auch anzeigen, wenn man im Spiel ist, aber ich drücke immer Escape, weil euer Lager wird ja nachher immer größer. Und ich habe jetzt aktuell gerade mal 50 Bäume drin, was auch daran liegt, weil die natürlich immer verkauft werden. Und der Paul, wo er reinkam, auch gerade fleißig die Bäume verkauft hat. Ihr seht, in diesen Gebieten, das habe ich, glaube ich, vorher noch nicht gezeigt, dass, wenn man ein neues Gebiet hat, hier habe ich noch nichts geändert. Ich habe halt nur was abgeerntet und was Neues draufgesetzt. Aber dann hat man so diese Unterschiede, wie zum Beispiel ein paar Bäumchen rechts und links. Das sieht schön aus, ist aber nicht sehr gut gemacht zum Abernten. Die Mühle sieht natürlich sehr schön aus. Das kann man auch mal zwischendurch machen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Werde ich wohl auch mal machen. Aber ich werde wohl auch einen einzelnen Bereich erstellen, wo wirklich ja, in erster Linie diese Deko-Sachen sind. Hier habe ich mir das auch schon mal angefangen, dass ich so 3x3 Flächen gemacht habe. Da habe ich zwei Flächen nebeneinander, da störte nur da hinten diese Windmühle. Ich muss auch die Taste finden. Es gibt eine Taste wohl, wie man das Ganze bewegen kann. Das muss ich mir gleich nochmal genau angucken. Das gibt es bestimmt unter den Einstellungen. Hier habe ich mein Zeichen gemacht, was vielleicht ein bisschen früh ist, aber ich wollte das bis hier hinten noch vergrößern. So, nicht aufgrößern. Ich bin aufgestiegen. Also das heißt... Oh, nein. Ich wollte nur die Felder machen. Das heißt, es wird dann bis hier oben, das könnte ich mal eben machen, damit meine Besucher dann auch wissen, dass sie bis hierhin die, das Korn im Endeffekt machen dürfen, also das Getreide. So, deswegen habe ich nämlich hier schon mal sowas hingestellt, dass man weiß, aha, hier soll alles Getreide hingestellt werden. Dann kann man nämlich hier diese Silos, da kann man dann auch später mehr von bauen. Ich bin jetzt Level 12, also ich nenne mich jetzt einfach mal schon ein bisschen mehr erfahren. Ich bin noch kein Profi und es ist natürlich auch alles noch ein bisschen holprig, sieht es hier aus, weil es halt nicht ganz so zusammen ist. Aber man sieht, ich habe hier schon mal angefangen, ich wollte das auch nach hinten noch ausbauen und dann hier mehrere von diesen Silos hier machen, diese braunen Silos. Wenn man die nämlich erstellt, bekommt man Getreide und das Getreide kann man dann hier in der Bäckerei wieder... benutzen, so dass man dort auch wieder schöne Dinge bekommt. Und zwar, ich gucke mal eben ganz schnell nach. Bäckerei. Ja, bin ich doch drauf. Dann bekommt man jeweils 10 Edelsteine daraus. So. Ich finde übrigens diesen Regenbogen so mega geil im Hintergrund. Was ich hin und wieder auch machen wollte, allerdings gibt es da später auch noch eine verbesserte Version, sind diese Tankstellen immer wieder zwischendurch. Ich denke mal, dass ich dann ja relativ mittig so einen kleinen Bereich mache, wo dann so eine Tankstelle hinkommt, mit noch was anderem dazu vielleicht. Meine Tochter ist auch gerade beigetreten. Der Paul ist im Hintergrund fleißig am Arbeiten. Irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil er so fleißig am Arbeiten ist und ich ihm jetzt gerade gar nicht helfe. Hier habe ich auch mal ein Schild gemacht, dass hier die Fische sind. Also das ist jetzt, ich habe jetzt den Fisch hier genommen. Oh nein, jetzt sind sie hier die ganze Zeit am Schreien. Ich habe jetzt den Fisch hier genommen, weil es ja einfach gerade der Fisch ist, der jetzt hier vorne gewesen ist. So werde ich das später auch anlegen, aber mit viel, viel größeren Becken. Das heißt, ich werde dann so Streifen machen von, was weiß ich, 2 hoch oder so und werde entsprechend viel Abstand lassen, um dann später die Becken viel größer ausbauen zu können. Aber das wird natürlich alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik sein. Das dauert natürlich noch was. Hier ist auch nochmal nach dem Motto, Fischen bitte hier. Ja, Kitty, du bist auch schon wieder im Wasser und bist Fische am Fischen, ne? Ich habe es doch gewusst. Hier sind auch nochmal die Hühner. Ich verlasse mich einfach mal darauf, dass der fleißige Paul und meine Tochter die jetzt gleich füttern werden. Das werde ich auch in großen Dimensionen später mal anlegen auf der Farm, aber ich muss natürlich erstmal wieder vom Farmlevel her steigen. Das werdet ihr allerdings von Anfang an alles mitbekommen. Ich habe hier mal so ein bisschen, die ernten hier meine Felder ab und machen nichts Neues drauf. Moment, das muss ich aber mal eben reinschreiben. So, damit hier nicht alles so total kahl ist. Das sind übrigens zwei verschiedene
Hühner mittlerweile, weil ich die einmal für eine Quest jetzt aktuell noch brauche. Nein. Oh. Das passiert mir immer wieder, dass ich mittendrin auf einmal ein Feld mache, obwohl ich eigentlich in Chat was schreiben wollte, weil ich es gewohnt bin, mit der Taste irgendwie in den Chat reinzugehen. So, die dürfen natürlich Flügen drauf machen, was sie wollen. Sie sollen mich nur nicht arm machen. Hier sind auch nochmal die Schweine. Also ich wollte mir dann später in der beim nächsten Bereich wollte ich das dann so machen, dass wirklich die Tiere alle zusammen sind. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich das schon kann. Ich glaube, ich bin gestiegen. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Was ist denn das? Schnittlauch. Achso, okay. Ich wollte das dann so machen, dass man hier jeweils so durchlaufen kann und später gibt es dann ja so Helfer, die man sich auf die Farm setzen kann. Und die werden dann so zentral in so einen Mittelpunkt gestellt, sodass sie dann wirklich die Tiere hier so bewirtschaften können. Und ja, jetzt sind sie am Reden. Das lenkt mich jetzt gerade so ein wenig ab. Hier habe ich jetzt übrigens auch noch ein paar Bananenbäume hingestellt. Die sind immer nur zu einer Saison erntebar, was ein bisschen blöd ist, aber das wird halt wirklich alles viel, viel schöner werden und viel, viel strukturierter bei der nächsten Farm, die ich habe. Hier habe ich mir einen Freundschaftsbereich jetzt aufgebaut, wenn man das so nennen kann. Da kann man sich gemütlich hinsetzen und gemeinsam picknicken beispielsweise. Dann kann man mit dem Feuer kann man jetzt nicht arbeiten. Ich denke mal, hiermit kann man auch nicht arbeiten. Nein, aber man kann sich quasi was grillen. Man kann auch hier vorne sich auf die Bank setzen und einfach mal gemütlich ein bisschen in den See und ins Land reinschauen. Das ist so der Sternebereich, der Zusatzbereich. Und hier hinten ist auch noch so ein Tipi. Aber da kann man leider nicht reingehen. Aber es sieht irgendwie schön aus, fand ich. Das Baumhaus dauert leider sehr, sehr lange, bis es fertig ist. Es hat jetzt immer noch 5 Stunden, bis es endlich fertig gebaut ist. Dann werde ich euch das auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Aber ich wollte euch nur nochmal so einen kleinen Rundgang durch diese Farm zeigen, weil ich dann nämlich demnächst ein Let's Play starten werde, wo ihr dann wirklich die Hardcore-Modus seht. Diese Farm hier hat eine schöne kleine Ecke, eigentlich eine größere Ecke mit ganz vielen Lagern. Ihr seht dann nämlich auch hier, dass die meisten schon, ja unter 180 habe ich jetzt nichts mehr im Lager. Also das meiste kann wirklich hochgelagert werden. Und dann relativ zügig abgeerntet werden. Das finde ich persönlich sehr gut. Und habe hier noch so eine kleine Deko-Ecke gemacht, weil es ein bisschen doof aussah. Weil das Problem war, hier konnte man keine Lagerhalle mehr bauen. Und ich habe mal gedacht, ich lasse das dann mal nicht so offen, sondern mache das mal schöner. Kleiner Tipp übrigens an euch alle. Ihr seht, ich habe hier so einen Weg gemacht. Ich zeige euch das mal eben von hier aus. Wenn ihr übers Gras läuft, seid ihr relativ langsam. Wenn ihr aber über die Steine läuft, ohne dass ich jetzt Gas gebe, seid ihr, ich glaube, doppelt so schnell ungefähr. Deswegen werde ich das auch definitiv später machen, dass ich dann überall alles so ein bisschen vernetzen werde mit diesen Straßen, weil man ist halt schneller damit. Wie ihr seht, ich renne hier so ein bisschen durch die Gegend. Ja, und viel mehr habe ich eigentlich für heute auch gar nicht zu sagen. Das nur so als kleinen Zwischenstand. Ab der nächsten Folge werdet ihr auf jeden Fall dann sehen, wie ich meine kleine Hardcore-Farm vergrößere. Ich werde wahrscheinlich sehr viel Salat erstmal am Anfang auch, Gott schütze Amerika, genau. ich werde wahrscheinlich am Anfang auch sehr viel Salat anbauen, auf jeden Fall Apfelbäume. Später kann man natürlich noch andere Bäume mit dazu pflanzen, aber die sind halt sehr, sehr teuer. Deswegen werde ich dann gucken, dass ich das so machen werde. Über M könnt ihr übrigens die Map ansehen, dass ich dann, ich sag mal, hier den Startbereich habe, in alle Richtungen so ein bisschen ausbaue, dass ich aber dann vom Startbereich aus, zum Beispiel nach hinten weg, alles nur die Apfelbäume, beziehungsweise die Baumfarmen hinstelle. Dass ich dann nach oben hinweg alles nur Felder baue. Das ist das Schöne mit dem Flachland, weil ihr seht nämlich hier, das sind so diese Erhöhungen und da kann man die Felder nicht komplett durchbauen. Da kann man die Felder nicht komplett durchbauen.
Und das will ich halt vermeiden. Ich will halt alles auf einer Ebene haben und dann werden halt überall so große Felder, also das ist, glaube ich, jetzt ein kleines Feld, wie hier sein, alles so schön rechteckig und dann so riesengroße Felder werden dann später sein, wo man angeln kann und so weiter. Und ja, ich werde dann auch, wenn ich dann soweit bin, Teleportationsstationen einbauen. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, weil soweit bin ich hier auch noch nicht. Aber das möchte ich dann definitiv alles auf der neuen Farm erfahren. Der Paul ist immer noch fleißig, sehe ich jetzt hier gerade auf der Übersichtskarte. Warum er jetzt nur außenrum fährt? Achso, ja gut, das sind einzelne Bäume. Ja gut, aber die muss er nicht unbedingt abernten. Also wie man hier sieht, diese Xe, das sind die Bäume, glaube ich. Genau, das sind die Bäume. Da kann man auch fleißig, beziehungsweise die Xe sind die Bäume, die schon aberntbar sind. Und eigentlich müsste hier auch noch so ein Baumsymbol sein, weil das so Baumfarben sind. Aber vielleicht macht er das nur, wenn das wirklich so rechteckig ist. Ja, wie gesagt, das war jetzt alles, was ich euch mal eben mitteilen wollte. Ihr dürft darauf gespannt sein, weil die nächste Farm, die ich jetzt mache und die ich von Anfang an mit euch komplett als Let's Play machen werde. Ich meine, gut, wenn ich natürlich nur abernte und wieder was Neues draufsetze und so, dann werde ich euch nicht hinzufügen. Oder wenn ich nur am Gießen bin oder so die ganze Zeit. Aber wenn ich dann irgendwas Neues machen muss, irgendeine neue Quest habe, auf die ich mich dann einstellen muss, dann ja, werde ich das auf jeden Fall mit euch zusammen machen in der Farm, weil ich das hier so ein bisschen verpasst habe, weil ich dann auch bei meiner Tochter drauf war und dann habe ich Hilfe bekommen und dann war ich auf einmal viel weiter und das werdet ihr auf jeden Fall von Anfang an miterleben in der neuen Farm. Das wird dann ein richtiges Let's Play werden. Das hier waren so die ersten Einführungsvideos, sage ich mal, erstmal. Und ja, seid gespannt, wie es dann auf der anderen Farm wird. Das ist dann meine Schmetterlingsfarm. Und da werdet ihr, wie gesagt, alles von Anfang an mit mir miterleben. Das heißt, es wird nichts ausgelassen. Ihr werdet alles sehen. So, das war's dann für die heutige, ja, Folge, fürs heutige Video mit mir. Ich lasse die beiden hier noch ein bisschen auf der Farm, lasse mich noch ein bisschen AFK stellen, weil ich muss jetzt endlich mal mich ums Essen kümmern. Und dann sage ich einfach mal, ich hoffe, wir sehen uns dann im Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.